Heute schauen wir uns nämlich mal 5 YouTuber an, die Slenderman gefunden haben. Slenderman ist eine gefährliche Kreatur, die im Wald lebt und Kinder entführt. Und ich finde es echt unglaublich, dass YouTuber es geschafft haben, Slenderman aufzunehmen. Stellt also sicher ganz bis zum Schluss zu schauen, um deine Lieblings-YouTuber wie zum Beispiel Standardskill, iCryMix und SU zu sehen. Auf Platz Nummer 6 haben wir SU. Ich habe es ja gerade schon gesagt, auch SU ist heute mal mit in diesem Video dabei. Und wenn ihr ein Fan von SU seid, dann kommentiert jetzt unten in den Kommentaren, Hashtag SU. Ich bin gespannt, wie viele von euch da draußen SU noch cool finden. Auf jeden Fall ist SU ja für seine GTA, Fortnite und ja jetzt aktuell auch Minecraft-Videos bekannt. Aktuell lädt er hauptsächlich Minecraft-Videos hoch, aber er hat schon das ein oder andere Mal in seinen Videos Slenderman gefunden und ich würde sagen, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Aber bleibt unbedingt dran, denn ihr glaubt nicht, wo er iCryMix Slenderman gefunden hat. Das, was ihr gelernt habt, um ihn zu eliminieren. Slenderman, zeig dich! Zeig dich! Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe nicht mehr. Ich sehe nicht mehr. Komm raus, Slenderman. Lass Rustik raus. Ich sehe nicht mehr. Leute, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Komm zurück, Sio. Er ist hier. Komm zurück. Da oben ist er. Nein. Er darf uns nicht nochmal mit dem Laster treffen oder mit dem... Was hat er für eine Fähigkeit? Er kann Laster wegtransportieren. Ich habe ihn, glaube ich, getroffen. Amir. Max. Max, steh auf. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Er ist Richtung Brücke gerannt. Kommt mit, Jungs. Kommt mit. Kommt mit. Müssen reinhalt, Jungs. Reinhalt aus allen Ecken. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist Amir? Ich bin hinter euch. Jungs, Jungs, ich werde das jetzt Touren-Style regeln. Auf Platz Nummer 5 haben wir auch einen richtig coolen YouTuber und zwar den lieben Snily Snyles. Snily Snyles habe ich damals richtig oft geguckt. Ich war ein richtig krasser Fan von ihm. Mittlerweile, glaube ich, schauen ihn gar nicht mehr so viele Leute an, aber ich denke, viele von euch sollten ihn auch noch kennen. Von früher halt eben. Auf jeden Fall reagiert Snily Snyles des Öfteren auf irgendwelche gruseligen Videos. So auch in diesem Video. In einem Video hat er nämlich auf eine Fahrradfahrerin reagiert, wo man im Hintergrund dann einfach Slenderman im echten Leben gesehen hat und das hat ihn natürlich komplett erschrocken. Ihr glaubt nicht, wie das Ganze ausgegangen ist, deswegen schaut dieses Video jetzt ganz bis zum Ende. Das sieht schon so creepy aus. Hey, was geht? Ich chill in der unteren Ecke bei der Kamera. This is just a quick bike test. Das ist nur ein schneller Fahrradtest. TT-Bars, my Triathlon-Bars. Alter, das Video geht 3 Minuten und 5 Sekunden. Wir spulen mal ein bisschen vor. Ich muss jetzt nicht den kompletten Fahrradtest sehen. Wo? Oh, da fährt er weg. Yo, let's see. Okay. Oh, ich sehe ihn! Yo, das ist niemals real. Oder? Es sieht so verdammt gut aus. Wie lange geht denn das? Der Typ kommt mit dem Fahrrad wieder und ihm fällt das nicht auf? Ist das dein Ernst? Right. That's that. Lauf! Lauf so schnell du kannst! Verdammt, das ist creepy. Tut Slenderman noch irgendwas? Er bleibt stehen. Oh, das war's. Das Auto am Ende des Videos hat angehalten. Eine sehr erschrockene Frau hat mich gewarnt. Welches Auto am Ende des Videos? Habe ich da irgendwas verpasst? Ist da... Oh, da. What the fuck? Auf Platz 4 haben wir ein Video von einem meiner Lieblings-YouTuber und ich denke, viele von euch feiern ihn auch. Und hier haben wir auf jeden Fall Wannabe. Wannabe ist ja auch vor allem für sein Fortnite- und GTA-Videos bekannt. Und auch Wannabe hat eines Tages in einem Video Slenderman getroffen. Ihr glaubt nicht, wie das ausgegangen ist, deswegen möchte ich auch hier gar nicht um den heißen Brei herumreden. Wir kommen gleich zu iCryMix, deswegen bleibt dran. Hier haben wir aber erstmal den Clip von Wannabe, wo Wannabe Slenderman findet. Haut mal irgendwo im Zelt nach. Da müssen Taschenlampen sein, die wir benutzen können. Das war eine richtig gute Idee. Vielleicht sollten wir da oben mal nachgucken. Ich glaube, der Irre wohnt da, der mir den Campingplatz hier verkauft hat. Stimmt. Vielleicht ist er ja da, komm. Oh, passt auf. Kann sein, dass der Typ da wirklich ist. Vielleicht hat er eine Waffe wieder am Start. Aber dann können wir ihn wenigstens bitten oder fragen, wo unser Freund ist, Mann. Wobei, warte mal, der ist doch eingeschlafen, wenn du dich recht erinnerst. Aber vielleicht hat er einen Kollegen oder so. Lass einfach hingehen. Die Frage ist, wo sind die anderen? Du Scheiße, wer ist das denn da? Das wird echt gruselig, Mann. Wow. Was ist das? Oh, Opa liegt am Boden. Oh, Opi. Helft ihm, Opi. Obi. Was ist passiert? Hallo. Lebt er noch? Hat ihr mal nachgucken? Hat er einen Puls? Geht's ihm gut? Nein.
Auf Platz 3 haben wir die bekannten Prank Bros, und zwar Calvin und Marvin. Und ich denke, viele von euch kennen auch sie noch. Calvin und Marvin sind ja auch dafür bekannt, sehr, sehr gruselige Dinge zu erleben. Und auch in ihrer Wohnung passieren manchmal sehr außergewöhnliche Dinge. Ihr glaubt nicht, was passiert ist, denn sie haben einfach Slenderman um 3 Uhr nachts angerufen. Sie haben es sich einfach getraut, aber das endete natürlich nicht gut. Denn Slenderman ist zu ihnen nach Hause gekommen und hat sie auf jeden Fall ziemlich erschrocken. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Anrufen. Der hat ja gar nicht gesagt, wann oder wie. Genau. Also ich hoffe, der geht dran, sonst müssen wir eigentlich jede Uhrzeit mal testen, ne? Ja. Aber 3 Uhr müsst ihr ja eigentlich wissen. Hm. Warte, ist immer noch am Klingeln. Ich glaube irgendwie, ja, wir haben die falsche Uhrzeit erwischt. Das ist eine Decke oder was ist das? Das sieht aus wie Studiolichter. Ist das bei uns? Das ist in unserem Büro. Hä? Oder? Sieht das nur so aus? Junge, das ist der Drucker? Das ist unser Büro. Oh mein Gott. Hä? Ja, der Tisch. Was ist das? Der ist gerade. Was ist das? Rachst du das? Ist das von gerade oder was? Der ist gerade abgenommen. Der ist in unserem Büro drin oder was? Ist das ein altes Video? Oder ist das, was ist das? Ich bin. Warum sind wir auch nicht angezeigt? Das ist doch FaceTime. Ja, das ist komisch. Was macht? Oh mein Gott, das. Ja, es ist unser Büro. Wisst ihr, wo ich bin? Hey, jetzt wird es. Ich bin bereit, rüberzukommen. Ihr werdet genau da sitzen, wo ihr gerade seid. Oh mein Gott. Ey, Digga. Der meint das richtig ernst. Oh mein Gott. Der ist sowas von in unserem Büro gerade. Der kommt in unsere Wohnung? Ja. Der hat ein Messer? Ja. Junge, ich kann nicht mehr schlafen hier. Soll ich den nochmal anrufen? Ruf nochmal an. Normal? FaceTime? Der hat gar nicht geantwortet, was der von uns ja, will. Man, ich ruf nochmal FaceTime an. Was willst du von uns? Ja. Alter, was geht ab? Oh mein Gott, Leute. Wir müssen das noch mal klären, einfach friedlich. Ja. Wir wollen einfach nur sagen, ey, was möchtest du von uns? Du sagst du wohl das. Ja. Auf Platz 2 haben wir den lieben Standardskill. Und Standardskill ist ja einer der besten Freunde, sag ich mal, von iCrimex. Die beiden verstehen sich ja richtig gut. Jetzt kommen wir aber mal zuerst zu Standardskill. Und Standardskill hat in einem seiner Videos einfach mal Slenderman gefunden. Bleibt unbedingt dran, denn danach kommen wir einfach zu iCrimex, wo er Slenderman findet. Weiter unten gewesen. Wir müssen weiter hier in den Wald rein. Slenderman, komm raus. Ich weiß, dass du hier bist. Ich hab dich gesehen auf der Wärmebildkamera. Was ist das? Nein, 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 nein! Wo ist er hin? Wo ist er hin, Leute? Er war gerade vor uns gewesen. Hilfe! Da oben ist er. Komm her, Slenderman. Leute, Headshot. Komm her. Nein, ich hab keine Munition. Das war nicht falsch. Die hätten ihn gehabt. Ich bin so doof. Slenderman! Ich hab ihn! Nein. Er hat sich teleportiert wieder. Wie geht das so schnell? Das. Auf Platz Nummer 1, wir haben alle drauf gewartet, ist der beste YouTuber, und zwar der liebe iCrimex. iCrimex lädt ja aktuell auch sehr, sehr viele Minecraft-Videos hoch, finde ich auch sehr, sehr cool, aber seine GTA-Videos waren einfach die besten. Und in einem Video hat er einfach wirklich Slenderman entdeckt und ist natürlich komplett ausgerastet, hat sich mega erschrocken. Ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt einfach mal an, aber bleibt unbedingt dran, denn die Reaktion von ihm müsst ihr euch einfach mal anschauen. Er hat wieder dieses I-Geräusch gemacht, also hat auf jeden Fall geredet. Er ist hier! Er ist hier! Er steht hier! Er steht hinter dem. Er kommt! Ey, er will Max killen! Sehr geil! Er steht hier, er steht hier! Tschüss! Tschüss, Leute! Tschüss! Oh, Leute, ich hab einfach Meisterfotograf, bin ich hier. Er lässt mich im Stich, schade. Hier habe ich noch ein Video für euch, wo YouTuber einfach Thomas.exe im echten Leben treffen. Darunter ist sogar Paluten dabei und das müsst ihr euch jetzt einfach mal anschauen.